Fettknötchen an der Haut, am Körper. Manchmal fühlt es sich so ein bisschen weich, aber gut verschieblich an. Und das ist etwas, was viele Menschen haben. Und ich erkläre dir genau, was du dagegen tun kannst, ob es harmlos oder gefährlich ist und worauf du achten solltest. Mein Name ist Dr. Lies Martin. Ich bin eine der Ärztinnen von der Online-Hautarztpraxis Dermanostik. Und auch hier sind sehr viele Patientinnen und Patienten mit sogenannten Lipomen. Das sind gutartige Fettansammlungen, die aber auch stören können. Und da geben wir ganz genaue Handlungsempfehlungen. Medizinisch wird diese Ansammlung von Fettzellen als Lipom bezeichnet. Das heißt, das kann theoretisch überall am Körper auftreten, besonders häufig aber so am Rumpf oder vielleicht auch an den näheren, man nennt es Extremitäten, also das heißt an den Oberarm oder Oberschenkel, kann aber auch an anderen Stellen auftreten. Und dann spürst du, wenn du da drauf gehst, wie so eine sehr weiche Stelle, aber leicht erhaben und gut abgrenzbar. Und da befinden sich viele kleine Fettzellen zusammen in einer Art Kapsel. Dieses Lipom ist sehr häufig, es ist harmlos, es verursacht in der Regel keine Beschwerden. Aber je nachdem, wo es sich befindet und ob es sehr ausgeprägt ist, kann es natürlich dann schon optisch stören. Sehr selten dann auch bestimmte Funktionsstörungen. Stell dir vor, du hättest sowas im Gesicht und das würde zum Beispiel die Nase oder den Mund leicht abdrücken. Das ist aber zum Glück extrem selten. Circa 1-2% der Bevölkerung ist von einem Lipom betroffen. Es kann, wie gesagt, überall auftreten, unterschiedlich groß sein, sehr groß bzw. deutlich häufiger sehr klein. Und wenn es ein Lipom ist, dann ist es etwas Gutartiges. Und dennoch solltest du darauf achten, denn nicht jede weich tastbare Hautveränderung bzw. Erhabenheit ist automatisch ein Lipom. Es können auch andere Veränderungen sein. Prinzipiell können natürlich auch zum Beispiel von den Muskeln her, von den Sehnen her, von anderen Strukturen die Zellen sich vermehren und nicht nur gutartig, sondern auch bösartige Veränderungen entstehen. Das Besondere beim Lipom und das, worauf wir Dermatologinnen und Dermatologen achten, ist, dass das sehr scharf abgrenzbar ist, gut verschieblich. Und hier kommen wir eigentlich auch schon zu der Therapie der Wahl. Denn wenn du ein Lipom hast, dann ist es gutartig und verursacht in der Regel keine Beschwerden. Entsprechend brauchst du auch nichts machen. Außer es stört dich sehr stark. In diesem Fall ist die Therapie der Wahl tatsächlich eine Operation. Und das wird dann einfach mit einer lokalen Betäubung einmal eröffnet und diese Kapsel, das heißt das gesamte Lipom, wird entfernt. Wenn andere Behandlungen durchgeführt werden, wie zum Beispiel so eine Art Fettwegspritze oder dergleichen, was in der Ästhetik ist, dann kann es passieren, dass das Lipom sich wieder zurückbildet. Also das Ziel ist wirklich, die ganze Kapsel zu entfernen, dann wird die Haut darüber wieder verschlossen und anschließend ist das Thema erledigt. Und jetzt eine ganz wichtige Sache. Wenn du merkst, dass es schmerzt, wenn du merkst, dass es nicht gut verschieblich ist oder wenn du siehst, es wächst extrem schnell, dann kontaktiere auf jeden Fall gerne auch uns oder einen niedergelassenen oder einen niedergelassenen Facharzt, damit er sich das genau anguckt. Denn das ist eine der Hautveränderungen, die unter der Haut ist. Das heißt, es ist keine ganz klassische Blickdiagnose, weil die Oberfläche ist normal und die Veränderung findet unterhalb statt. Das Lipom ist eine von ganz vielen verschiedenen dermatologischen Erkrankungen und wenn du da klickst, siehst du noch viele andere Videos oder damit du immer up to date bleibst, dann aktivier dieses Glöckchen und du wirst viel Wissen um dermatologische Themen, also Haut, Haare, Nägel und vieles mehr erlernen und ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche dir einen schönen Tag.